Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auf einer Reise zu unserem eigenen Heimatplaneten. Mein Name ist Gernot Krömer, ich bin vom Österreichischen Weltraumforum und vom Institut für Astro- und Teilchenphysik der Universität Innsbruck. Beginnen möchte ich unsere abenteuerliche Reise mit wirklich atemberaubendem Bildmaterial in einem Ort, der also menschen- oder lebensfeindlicher nicht sein könnte, nämlich unserem Erdmond. Das ist eine historische Aufnahme der Apollo 8-Mission im Jahr 1968, als die Astronauten zum ersten Mal um den Mond in der großen Acht praktisch herumgeflogen sind und dann zum ersten Mal dieses kosmische Juwel in all dieser lebensfeindlichen Schwärze des Hintergrundweltraums sozusagen gesehen haben. Man sieht also hier bereits auf den ersten Blick, ja, unsere Erde ist tatsächlich eine Kugel. Das, was die Astronauten wohl am meisten fasziniert hat und nach wie vor zu diesen abenteuerlichen Effekten gehört, wenn Astronauten zum ersten Mal in der Umlaufbahn sind, ist abgesehen von der Schwerelosigkeit dieses Big Picture, der große Blick von oben, wo man mit einem Blick bereits die Zerbrechlichkeit unseres Planeten erkennt, vor allem dann, wenn man sich ein bisschen in der Nähe am Horizont anschaut, nämlich die Zerbrechlichkeit der Atmosphäre. Die Kugel ist also der Ort der Handlung unseres Lebens. Sie müssen sich vorstellen, wenn man hier diese Atmosphäre sich anschaut, wir haben einen Planeten mit 12.500 Kilometern im Durchmesser. Und praktisch alles Wetter spielt sich innerhalb der ersten 10, 15 Kilometer ab. Das heißt, wenn ich hier eine Orange hätte und auf die Orange einfach drauf hauche, dann ist die Feuchtigkeitsschicht auf der Orange selber etwa gleich dick im selben Maßstab wie die Atmosphäre zum Verhältnis der Gesamtgröße unseres Planeten. Also wir haben offensichtlich eine unglaublich zierliche, fragile Lufthülle, die letzten Endes uns das Wetter, das Klima macht und auch im Prinzip der wichtigste Teil, einer der wichtigsten Teile unserer Biosphäre ist letzten Endes. Von außen kaum zu erkennen, dort wo Leben ist, von ein paar Kilometer unter Wasser angefangen bis zu den höchsten Berggipfeln und ein bisschen in die Wolken hinein noch, dann ist schon vorbei. Das heißt, von außen ist das, was nach Leben ausschaut, nicht so ohne weiteres zu erkennen. Aber das möchte ich Ihnen im Rahmen der nächsten halben Stunde etwas genauer erklären noch. Wenn wir die Atmosphäre anschauen, haben wir sie hier in der Höhe von bis zu etwa knapp 100 Kilometer, die letzten Reste unserer Gaswolke sozusagen mit 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff und ein paar wenigen Edelgasen, die noch das restliche Prozent letzten Endes füllen halt. Diese eine Erde ist etwas unglaublich Einzigartiges nach wie vor im Kosmos. Wir kennen insgesamt von der astronomischen Seite her bis jetzt etwa 400 Planeten außerhalb unseres eigenen Sonnensystems und es werden wöchentlich fast schon, möchte ich sagen, mehr. Kein einziger dieser Himmelskörper hat auch nur annähernd diese Freundlichkeiten überleben, wie wir es von der Erde her kennen, wobei man auch umgekehrt nicht sagen muss, dass das Leben sich an die Erdumweltbedingungen optimal angepasst hat letzten Endes. Als ein Beispiel hier der Planet Mars. Der rote Planet, wie er auch bezeichnet wird, ist einer der uns nächstgelegenen Himmelskörper, mit einer Entfernung von etwa 380 Millionen Kilometern im Extremfall, halb so groß wie die Erde, ein Drittel der Erdschwerkraft, was wir hier auf dem Planeten Mars haben. Und selbst dieser Planet hier bietet Umweltbedingungen, bei denen man unbedingt einen Raumanzug brauchen würde, wenn man überhaupt auf der Oberfläche spazieren gehen möchte. Wir haben Temperaturen von etwa minus 70 Grad Celsius. Wir haben eine Schwerkraft, was anders ist auf der Erde. Wir haben also eine Strahlungsrate, was viel stärker ist, als wir auf der Erde haben würden zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Kein Wasser, kein flüssiges Wasser, keine Ozeane, kein Leben. Das heißt, selbst dieser Himmelskörper, der Mars, der mit Abstand einer der erdähnlichsten Himmelskörper ist, die wir in der Astronomie kennen, ist ein Himmelskörper, wo ich einen kompletten Raumanzug, ein Raumschiff, eine Erde zum Anziehen brauchen würde, um überhaupt dort überleben zu können. Apropos Leben, Überleben. Die Erde ist ja an sich kein abgeschlossenes System im Kosmos. Wir stehen ja in ständiger Wechselwirkung, angefangen von wunderschönen Sternschnuppenströmen, die man in einer sternenklaren Nacht sehen kann, Ebbe und Flut durch die Gezeiten, die durch den Mond und die Sonne mit beeinflusst werden und letzten Endes auch natürlich die Quelle aller Energie auf der Erde, nämlich der Sonne selber. Die Sonne ist ein leuchtender Gasball mit etwa 1 Million Kilometer im Durchmesser, also die Mondbahn mit 380.000 Kilometer Radius würde da locker reinpassen. Im Vergleich dazu, wenn wir uns hier das Ausschnittssegment der Sonne uns anschauen, die Erde würde gerade mal ungefähr so groß sein. Und ab und an passiert es eben, also dass die Sonne neben ihren Sonnenwind einen beständigen Teilchenstrom, der also uns die Polarlichter verursacht zum Beispiel, ab und zu mehr Material abgibt hat, schaut relativ spektakulär aus, keine Angst, ist immer noch sehr dünnes Gas letzten Endes. Das heißt, wenn solche Ströme dann die Erde treffen können, haben wir eben besonders spektakuläre Sonnenwinde, besonders spektakuläre Polarlichter, bei uns Menschen passiert auf der Oberfläche eigentlich nichts.
Was aber wichtig ist, eben sich in Erinnerung zu halten, letzten Endes alles Leben auf der Erde, basierend auf dem pflanzlichen Leben von Algen, Einzellern angefangen bis hin zu komplexen tropischen Regenwäldern, ist letzten Endes von der Energie der Sonne leben, bis hin natürlich auch zum Klima selber. Apropos Leben, wenn wir also die Erde uns anschauen, sie war nicht immer so lebensfreundlich. Sie war nicht immer in einer Sauerstoffatmosphäre, wie wir sie jetzt kennen, denn ganz am Anfang, wie vor etwa 3,6 Milliarden Jahren das Leben begonnen hat, war also die Erde noch ein sauerstoffloser Planet halt. Erst durch die Stoffwechselprodukte der Pflanzen ist Sauerstoff in die Atmosphäre eingebracht worden. Und Sauerstoff ist eigentlich, wie gesagt, das Abfallprodukt des pflanzlichen Lebens. Und letzten Endes auch ein Zellgift. Ja? Also das kennt man relativ gut. Das heißt, die Natur hat sich etwas ganz Nettes einfallen lassen, wie also das Zellgift Sauerstoff immer mehr in der Atmosphäre geworden ist, nämlich sie hat atmende Lebewesen erschaffen. Und dazu gehören letzten Endes wir auch. Das heißt, man kann es vielleicht die Perspektive mal außenseitig vertauschen und nicht nur sagen, die Pflanzen sind dazu da, dass sie uns ernähren, sondern auch wir sind dazu da, in einer globalen Symbiose, das alles fließt, der Stoffwechselkreislauf letzten Endes, dass wir vom Abfallprodukt des Pflanzen leben und das praktisch entsorgen. Wir sind die Kläranlage, die gasförmige Kläranlage für Pflanzen unter Anführungszeichen. Wenn man von einem Tag auf den anderen alle Pflanzen der Erde entfernen würde, hätten wir immer noch für etwa 300 weitere Jahre Sauerstoff in genügender Form zur Verfügung halt. Aber wir hätten ein anderes Problem, wir würden innerhalb im Prinzip global innerhalb von wenigen Wochen, Monaten verhungern letzten Endes, weil natürlich Pflanzen auch die Basis aller unserer Lebensmittelproduktion sind im Endeffekt. Ja, hier sehen wir die Erde, so wie wir sie aus dem Weltraum gewohnt sind zu sehen, mit der einzigen Ausnahme, dass man hier nur Fotos verwendet hat, wo keine Wolkenschichten zu sehen sind, wo man auch die Vegetationsgürtel unseres blauen Planeten sieht, halt, das also ständig im Umbruch erscheint. Das heißt, auch wenn dieses Bild so statisch und ewig ausschaut, dieses Ding ist ein lebendiger Planet. Hier kommt es, auch wenn die Zeiträume etwas zu lange sind, um von Menschen wahrgenommen zu werden, da kommt es ständig zu Umbrüchen, zu Neugestaltungen von der Planetenoberfläche. Wenn wir jetzt in einem Gedankenexperiment als Außerirdische sozusagen bei der Erde vorbeifliegen würden, woran würden wir überhaupt merken, dass es dort Leben gibt? Nun, auf der einen Seite mal gibt es natürliche Prozesse, wie hier etwa eine Algenblüte vor Irland, wo also eine Nährstoffkonzentration dann zu diesen abenteuerlichen, pastellartigen Farbenmustern hier führt, wo man also sagen kann, hoppla, da ist offensichtlich etwas Interessanteres im Gehen. Interessant wird es aber meistens, wenn man in der Nacht ein Foto macht, wie hier zum Beispiel Tokio in einer Nachtaufnahme offensichtlich Spuren des Menschen, wo wir also hier offensichtlich Energiequellen nutzen, die also auf natürlich nicht natürliche Art und Weise hier Licht generieren. Aber nicht alles Licht kommt vom Menschen, was man nachts sehen kann. Es gibt auch Beispiele, hier noch einmal gerade einmal die von der Raumsonde Rosetta aufgenommen, das letzte Rest des Tageslichtes, hier noch einmal die Wiege der menschlichen Zivilisation, hier sieht man noch einmal Afrika hier, die Nordküste, hier sieht man noch einmal Italien hier und das hier ist das Nildelta etwa, wo vor mehreren tausend Jahren im Prinzip eine der Wiegen unserer Kultur gewesen ist. Wie gesagt, nicht alle Lichter sind von den Menschen gemacht. Es gibt auch natürliche Sachen, wie hier der Polarlichter. Hier sieht man wunderschön die Magnetfeldlinien, wie sie die geladenen Teilchen des Sonnenwindes einfangen und mit hohen Geschwindigkeiten, also mit Geschwindigkeiten fast an der Lichtgeschwindigkeit, in die hohe Atmosphäre einbringen und dort zum Glühen anregen und diese wunderbaren Strukturen erzeugen, die man ganz gut zum Beispiel auch von Skandinavien, aber manchmal auch von Österreich aus sehen kann. Ja, das heißt, die Atmosphäre verändert sich ständig, das Licht verändert sich ständig. Unser Planet ist ein Planet der Luft, des Feuers, des Wassers. Das möchte ich später noch kurz eingehen. Dass wir Menschen hier einen Einfluss haben, das ist unbestritten. Als ein Beispiel dafür habe ich Ihnen eine Aufnahme mitgemacht vom europäischen Erdbeobachtungssatelliten Envisat, der über mehrere Jahre hinweg die NOx-Produktion aufgezeichnet hat, wo man also Stickoxide monetiert hat und man sieht schon auf den ersten Blick, dort wo Menschen sind, dort wo Industrie ist, dort wird auch viel NOx produziert. Wie hier zum Beispiel angefangen von der Ostküste der USA, das ist so, dürfte New York, Washington dagegen sein etwa, hier das Ruhrgebiet auch nochmal ganz gut in Europa zu erkennen, die Po-Ebene oder hier zum Beispiel auch das Pekinger Becken, wo es offensichtlich ein Gutteil des industriellen Wohlstandes, der also in China, aber auch im Rest der Welt zum Tragen kommt, das ist der Preis, den wir dafür zahlen. Und das ist nicht nur auf die Landmassen beschränkt, nein, das sehen wir auch bei den Ozeanen. Wenn Sie ganz genau hinschauen, sehen Sie hier so ganz feine Linien, die so wie Narben sich über unseren Planeten praktisch drüber ziehen. Das sind also keine
anders gearteten Winde, nämlich das Sammelbecken von NOx auf der Erdoberfläche, das sind letzten Endes Schifffahrtsrouten. Das heißt, der Toyota, den Sie zu Hause fahren, der über Japan hergekommen ist, der erzeugt genau solche Schrammspuren in der Atmosphäre sozusagen. Also wir haben immer auch ein bisschen einen Preis dafür zu bezahlen, für das, was wir in Europa konsumieren halt. Also wir sehen hier ganz eindeutig die Handelsrouten nachgezeichnet. Wenn man sich das Ganze im Detail ein bisschen anschaut und wir selber ein bisschen an der Nase nehmen, was Europa betrifft halt, ja, da kann man einiges bereits für so ein Bild aussagen. Wie hier zum Beispiel bei dieser Ausschnittsvergrößerung kann man auf den ersten Blick gerne mal die europäischen Hauptstädte erkennen, wie hier zum Beispiel London oder hier in Paris, Madrid, ja, Budapest bzw. Wien ist, Budapest ist da drüben, Wien ist relativ sauber, das ist auch deswegen, weil es hier zum Durchblasen durch eine geschickte Anordnung der Straßenschluchten in Wien kommt. In Oberösterreich schaut man nicht so ganz optimal, man sieht hier offensichtlich das Linzer Zentralbecken ganz klar, die Alpen selber natürlich relativ sauber noch zu erkennen. Oder hier auch die Po-Ebene, nochmal hier das Ruhrgebiet dazu. Das ist nicht dessen, weil die Italiener so viel Dreck produzieren, da sind sie ausnahmsweise ein bisschen unschuldig. Das hängt auch mit den Windverhältnissen in der Po-Ebene zusammen, die sich hier in diesen Beckenlagen zu einer Akkumulation, einer Anhäufung von Stickoxiden führen können. Und was Sie hier noch interessanterweise erkennen können, diese gekrümmte Linie hier, das ist nichts anderes wie einer der größten deutschen Autobahnen, die A2 und die A4, die also hier kann man aufgrund der NOx-Emission letztendlich auch die Hauptverkehrswege in Europa nachvollziehen. Wenn man hier nur die Bilddaten schon nimmt, die aus den Wochenenden, Samstag und Sonntag aufgenommen worden sind, dann sieht man diese Linien gar nicht mehr. Das ist ganz offensichtlich dem Verkehr zuzuordnen. Nicht alle diese Veränderungen sind, wie gesagt, auf Menschen zurückzuführen. Und ein Beispiel dafür, was wirklich beeindruckend ist, ist die Kraft des Wassers. Das Wasser, Ich rede jetzt nicht von Überschwemmungen, was wir in Oberösterreich haben können, sondern wenn wir hier ein Beispiel anschauen vom Flinders River in Nordaustralien, dann sieht man hier mit etwas Fantasie diese kleine, mickrige, dünne Linie hier, was sich hier durch die Wüste durchschlängelt, was einfach relativ unspektakulär ausschaut. Sobald es aber zur Regenzeit kommt und massive Regengüsse hier die Flüsse anschwellen lassen, dann entwickelt der Flinders River seine ganze Pracht und seine ganze Kraft. Und dann schaut es eine Woche später so aus. Grün über Grün über Grün. Und ein paar Wochen später, wenn wieder die Regenzeit vorbei ist, dauert es ein paar Wochen und dann ist es alles wieder braun und grau, wie wir es von den Wüstengegenden letzten Endes gewohnt haben. Also unsere Erde verändert offensichtlich andauernd ihr Angesicht. Das hat auch gewisse Konsequenzen, die weit über die Ökologie hinausgehen. Hier etwa ein Bild vom See Genezareth. Das ist ein Beispiel dafür, dass das Vorhandensein von Ressourcen natürlich auch geopolitische Implikationen haben kann. Und eine der zugrunde liegenden Ursachen für Konflikte, wie im Nahostkonflikt, ist nur das Beispiel jetzt rausgegriffen, ist letztendlich auch der Kampf um Wasser, die Zugänglichkeit von Ressourcen. Und der See Genezareth ist eben so ein Beispiel, wo also gewisse, also verschiedene Gesellschaften um dieselben Ressourcen konkurrieren und letztendlich auch auf Datenmaterial für die Verhandlungen zurückgreifen, die zum Großteil eben aus dem Weltraum genommen sind. Um ein bisschen mehr hineinzuzoomen, was man sonst noch alles so sehen kann, ein Beispiel hier von der Karibik, ein Korallenriff, auch deswegen genommen, weil Korallenriffe gemeinsam mit den Polen letzten Endes auch zu den Fieberthermometern unseres Planeten zählen. Hier sieht man also Tauchboote zum Beispiel, hier, wenn man genau hinschaut, noch mit den Wellen zu erkennen, oder hier ein Loch im Korallenriff, wo es also mehrere hundert Meter runtergeht. Wunderbare Strukturen, die aber extrem empfindlich darauf reagieren, wenn aufgrund von Klimawandel die Temperaturen sich um nur ein paar Zehntel Grade verschieben anfangen, gehen ganze Ökosysteme kaputt. Das heißt, man muss ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass hier minimale Änderungen schon ganz gravierende Auswirkungen in der Ökologie von Systemen wie im Korallenriffen haben können letzten Endes. Unser Planet ist nicht nur ein Planet des Wassers, sondern auch ein Planet des Eises. Wie hier zum Beispiel ein Bild aus der Antarktis, jene wunderbare Eiswüste, die also schon seit über 100 Jahren uns Menschen inspiriert. Da gibt es auf den ersten Blick nicht viel Leben, außer man schaut genau hin in der Mikrobiologie oder man schaut genau aus dem Weltraum zu, um den großen Überblick zu bekommen. Ein Klassiker dafür sind etwa Pinguinkolonien. Für Ökologen ist es extrem interessant zu wissen, welche Kolonien in welcher Größe sich wohin entwickeln und so. Und einzelne Pinguine aus dem Weltraum zu verfolgen, das ist prinzipiell zwar möglich, aber es ist relativ aufwendig. Und da gibt es eine viel einfachere Möglichkeit. Und das darf ich Ihnen hier zeigen. Was Sie hier sehen, ist eine Aufnahme wiederum von der Antarktis mit ein paar eingefrorenen Eisbergen letztendlich. Und diese komischen Flecken da,
das ist Pinguin Guano. Das heißt, hier sehen Sie aber Zehntausende von Pinguinen, die also ihr Geschäft verrichtet haben. Und auf diese Art und Weise können zum Beispiel Biologen aus dem Weltraum die Entwicklung von Pinguinkolonien mit einem einzigen Foto praktisch nachvollziehen. Wenn auch dieses Beispiel aus der Antarktis noch ein bisschen humorvoller klingen möge, diese Veränderungen aus dem Weltraum sind gerade in den Polkappen extrem gut sichtbar. Die Polkappen sind praktisch das Fieberthermometer unseres Planeten. Als Beispiel dafür, der Nordpol, keine Angst, das ist kein schwarzes Loch, das ist einfach eine Bildungenauigkeit, die man aufgrund der Umlaufdaten als Satelliten haben dort. Aber was Sie hier sehen, ist im Endeffekt die Polargegenden um den Nordpol herum. Und diese Linien hier bezeichnen Schifffahrtsrouten, die es vor wenigen Jahren noch gar nicht gegeben hat. Die Nordwestpassage wäre eine Möglichkeit, die Transportwege zum Beispiel zwischen Asien und Europa drastisch zu verkürzen. Das heißt, der Klimawandel hat nicht nur negative Effekte, es gibt auch Gewinner des Klimawandels und einer davon ist sicher auch der internationale Handel letzten Endes, weil wie gesagt die Schifffahrtsrouten sich verändern werden, wenn eines Tages die Polargegenden, die Nordpolargegenden eisfrei sind. Also jetzt im Sommer ist bereits durchgehend schiffbar, leider Gottes seit kurzer Zeit halt, aber es wird auch in naher Zukunft einmal sein, dass möglicherweise der ganze Nordpol durchschiffbar wird letzten Endes halt. Und das bedeutet schon, dass wir also offensichtlich Umwandlungen auf dem planetaren Maßstab gerade dabei sind, zu machen letzten Endes. Was Sie hier sehen, diese Grafik, die ein bisschen chaotisch ausschaut, sind letzten Endes die ozeanischen Wärmeströme. Das heißt, Sie haben hier so Klassiker wie, dass also hier warmes Salzwasser aufsteigt, hier an der Oberfläche Wärme aufnimmt, an den tropischen Gegenden zum Beispiel, hier Richtung Großbritannien zieht, das ist nichts anderes wie der Golfstrom, dort die Wärme abgibt, deswegen kann man auch also im Prinzip wenig Skifahren in Großbritannien, die Wärme abgibt, wieder in tiefere Ozeangegenden absinkt und dann wieder über die globale thermohaline Zirkulation wieder zurückgebracht wird und hier einen relativ komplizierten Strom weitermacht, bis es wieder rezirkuliert wird sozusagen. Dieser Strom ist nicht ewig. Er war nicht ewig und er wird es auch nicht ewig sein. Wenn es zu Veränderungen zum Beispiel der Salinität, das heißt des Salzgehalts im Wasser kommt, dann kann es sein, dass genau diese Ströme zusammenbrechen. Als letzter Endes etwa der Wärmetransport aus den tropischen Regionen hin zu diesen doch etwas also westeuropäischen Bereichen halt nicht mehr funktioniert und deswegen die Winter trotz einer Erderwärmung letzten Endes auch kälter werden können. Also ein lokaler Effekt, das eine, ein globaler Effekt, das andere. Und wenn wir gerade beim Thema sind, man hört ja so viel über die CO2-Ausstöße halt und die damit verbundenen Veränderungen im Meeresspiegel, in Temperaturen etwa zum Beispiel. Und was Sie hier sehen letzten Endes, ist eine Messserie, die auch wiederum unter anderem von Envisat, dem europäischen Erdbeobachtungssatelliten, aufgenommen worden ist. Was Sie hier sehen, auf der einen Seite ist die Zeitskala und auf der anderen Seite hier sehen Sie die Menge des abgeschmolzenen Eises. Ja? Und was Sie, wenn man es genau anschaut, sind hier also verschiedene Messprognosen aufgrund von gewissen Klimamodellen gemacht worden, wo man also sagt, man hat hier einen blauen Bereich, je nachdem, ob man im optimistischen Bereich sein möchte oder im pessimistischen. Und die realen Messdaten, wir haben noch nicht das Jahr 2060, wo wir diese Messdaten endgültig bestätigen können, aber die realen Messdaten, die zum Großlauf von europäischen Erdbeobachtungssatelliten kommen, sind diese rote Linie hier. Wir verlieren das Eis mit einer Rate, die selbst die pessimistischsten Prognosen niemals für möglich gehalten hätten. Wie hier zum Beispiel das Abbrechen eines großen Eisschelfs, des Larsen A und B Eisschelfes in der Antarktis. Das passiert jedes Jahr, dass die Antarktis natürlich im Sommer einiges an Eis verliert halt. Aber die Geschwindigkeit und Menge des Eises, die abbricht und die verloren geht, die ist gelinde gesagt katastrophal. Wie gesagt, es ist letzten Endes eine Art Fieberthermometer unseres Planeten, unter Anführungszeichen. Gewisse Temperaturveränderungen sind natürlich, die können wir haben, die sind auch normal, die waren auch immer so, wie zum Beispiel hier das Mittelmeer. Das Mittelmeer aufgrund seiner geringen Wassertiefe ist letzten Endes eine Badewanne Mitteleuropas, unter Anführungszeichen. Denn was Sie hier sehen, ist einerseits einmal der Atlantik, hier sieht man Spanien, ja, hier sieht man die nordafrikanische Küste letzten Endes, hier Sardinien, Sizilien und Italien. Das heißt, der Atlantik selber verändert seine Temperatur kaum. Hingegen aufgrund der geringen Wassertiefe kann das Mittelmeer sehr schnell auf die Erwärmung der Sonnenstrahlung ansprechen und das ergibt dann unsere schönen Adria-Badeurlaube. Das gibt es im Atlantik in der Form leider nicht.
Wenn man sich das Ganze im globalen Maßstab anschaut und dann letzten Endes sagt, okay, wenn Wassereis abschmilzt, dann wird es auch im Endeffekt in den Ozeanen landen halt. Wir reden hier nicht wohlgemerkt vom Polareis am Nordpol. Denn wenn ein Eiswürfel schmilzt, dann verändert sich nicht der Wasserspiegel, weil der verdrängt genauso viel Wasser, wie er selber ausfüllen würde, wenn er wärmer wäre letzten Endes. Das, was dazu kommt im Endeffekt, sind die abschmelzenden Bereiche aus der Antarktis. Die Antarktis ist ja ein fester Kontinent, wo also zum Teil kilometerdickes Eis darüber liegt. Wenn das anfängt abzuschmelzen, dann beginnen sich die Erdozeane zu erhöhen. Beziehungsweise, und das ist der Haupteffekt, und das wissen auch nicht viele Leute, ist, dass es letzten Endes ganz schlicht und ergreifend einfach die thermische Expansion ist. Also die Ausdehnung des Wassers, wenn es wärmer wird. Jeder Gegenstand, die meisten Gegenstände dehnen sich aus, wenn sie warm werden. Das sieht man hier auch bei dem Global Sea Level Rise. Also hier sehen wir nochmal eine Zeitachse, beginnend im Jahr 1992 bis ins Jahr 2008, 2009 eingemessen. Hier diese Messdaten von verschiedenen Satelliten, also von europäischen, von amerikanischen Satelliten aufgenommen. Und hier ein Anstieg von, naja, ein paar Millimeter pro Jahr. Es mögen Sie vielleicht sagen, ein paar Millimeter pro Jahr, sagen wir ein paar Zentimeter in einer Dekade, naja, das macht doch nicht so viel Unterschied. Das mag stimmen, wenn Sie vielleicht an der Steilküste von Großbritannien leben. Aber wenn Sie hier etwa überlegen, dass hier Bangladesch, ja, das also am Meer sehr flach hineingeht, wo es also ein paar Zentimeter schon ein paar Kilometer mehr oder weniger Küstenlinie bedeuten können und Sie bedenken, dass hier Millionen von Menschen leben, deren Lebensgrundlage letzten Endes zugrunde geht, wenn der Meeresspiegel auch nur ein paar Zentimeter ansteigt im Endeffekt, na, wo glauben Sie, dass diese Leute nachher hingehen werden? Die werden nicht dort bleiben halt. Das heißt, das ist also ein Umdenken, dass hier minimale Effekte, wo es ein paar Millimeter mehr Wasserspiegel geht im Endeffekt, das unglaubliche politische Kräfte auch auslösen kann letzten Endes. Das heißt, wir beginnen nicht nur unsere Umwelt zu verändern, sondern auch unsere Lebensgründe im Endeffekt, den ganzen globalen politischen Kontext letzten Endes auch halt. Satelliten können nicht nur verwendet werden, um langzeitige Veränderungen zu messen, wie etwa Klimawandel, die Veränderungen in der Atmosphäre, die Veränderungen in den globalen ozeanischen Strömen, sondern auch, um eben kurzfristig als Helfer in der Not aufzutreten, wie hier zum Beispiel die Überflutung der Stadt New Orleans durch den Hurricane Katrina, wo wir also innerhalb sehr kurzer Zeit Datenmaterial den Rettungskräften zur Verfügung stellen konnten, die also einerseits mal helfen in der Prognose, wo überhaupt die Hurricanes zuschlagen werden, in welcher Stärke letzten Endes, und andererseits, wenn es wirklich zu Überschwemmungen kommt, welche Mechanismen dann im Endeffekt wo zuschlagen und wo dann welche Katastrophen im Endeffekt auftreten werden. Hier nochmal das Auge des Sturms, überlegt mit einer Karte der Karibik, wo wir so Hurricane Katrina aus dem Weltraum sehen, der eigentlich relativ harmlos ausschaut, so ruhig ausschaut, bis man weiß, wie die Bodeneffekte letzten Endes sind. Ja, Wetter ist also wie gesagt der Klassiker bei den Voraussagen, die wir auch jeden Tag vor den Erdbeobachtungssatelliten letzten Endes bekommen. Das, was wir hier sehen, ist eine Satellitenaufnahme unserer unmittelbaren Heimat, nämlich Österreich aus dem Weltraum fotografiert. Was Sie hier haben, ist eine Aufnahme, die es sonst eigentlich in der Form nicht gibt, nämlich Österreich komplett wolkenfrei, ganz selten natürlich. Das ist eine Kompositaufnahme in Wahrheit. Vielleicht kurz zur Orientierung, wir haben also das Inntal mit Innsbruck, der Linzer Zentralraum, hier Wien. Das heißt, Wien ist tatsächlich noch in den letzten Ausläufern der Alpen. Also wenn man es ganz, ganz penibel betrachte, wenn Sie also im Wienerwald bei Ihrem Heurigen sitzen, dann sind Sie gerade noch mal am letzten östlichen Ausläuferzipfel der Alpen sozusagen, und knapp unterhalb sieht man nochmal Neusiedlersee und dann beginnt Ungarn letzten Endes. Also man kann schon einiges auch global auf einen ersten Blick sagen, dass das hier die ganzen Gletschergebiete von Österreich sind, halt bis hin zum Großglockner und so. Also man kann schon einige Spuren von Natur und von Zivilisation gleichzeitig aus dem Weltraum offensichtlich sehen. Ich habe Ihnen am Anfang gesagt, die Erde ist ein Planet des Wassers. Das ist zum einen Teil richtig, zum anderen ist es auch ein Planet des Feuers. Auf der einen Seite mal durch natürliche Feuer, aber auch durch menschliche Tätigkeit letzten Endes gelegt halt. Was Sie im nächsten Bild sehen, ist also eine meiner Meinung nach absolut beeindruckende Aufnahme, denn jeder kleine Punkt, den Sie hier aufflackern sehen, bezeichnet einen großen Waldbrand. Das heißt, ganz egal zu welcher Jahreszeit Sie schauen, dieses animierte Bild ist über ein Jahr hinweg aufgenommen worden, irgendwo brennt es auf der Erde
ständig. Wir haben Gott sei Dank keine so großen flächendeckenden Waldbrände wie in Spanien oder wie in Griechenland oder so halt. Aber ab und zu flammt es auch in Österreich mal auf. Aber das, was Sie hier im Amazonasgebiet zum Beispiel haben, das ist zum Teil oder zum guten Teil auch anthropozentrisch, also vom Menschen aus bedingt letzten Endes. Das heißt, im Endeffekt halt sind wir hier auch für die Erosion dieser Länder mitverantwortlich, letzten Endes auch die Tropenhölzer, was nach wie vor nicht immer unter kontrollierten Bedingungen nach Europa kommen. Ich habe Ihnen ganz am Anfang dieses Gedankenexperiment vorgestellt, ja, woran würden denn im Gedankenexperiment ausländisch erkennen, dass es überhaupt auf der Erde Leben gibt halt. Und das, was Sie hier sehen, ist ein weiteres Beispiel, der ganz witzige Sache, das ist in der Wüste aufgenommen worden, in der Sahara, keine Angst, also sind keine Auswurfspuren von Pinguinen, von Riesenpinguinen, sondern das sind Bewässerungsoasen, wo also mit künstlicher Menschenhand letzten Endes hier Zivilisation von außen zu sehen ist, wo man also versucht, wieder der Wüste ein Stück fruchtbares Land wegzugewinnen im Endeffekt. Oder hier nochmal auf Österreich zurückgezogen, das ist kein modernes Gemälde, das ist im Endeffekt in Ostösterreich dort, wo ihre Essiggurkel herkommen. Das ist letzten Endes von Menschen 100% dominiertes Land, wo wir also offensichtlich hier der Natur einiges abgerungen haben, wo man also bereits den Weltraum erkennt, dass hier Menschen oder irgendwas am Werk ist. Menschen selber können sie auf diesen Aufnahmen noch nicht sehen. Wenn sie weiter reinzoomen, können sie vielleicht gerade noch ein Auto kennen. Können wir Menschen aus dem Weltraum sehen? Ja, wir können es. Und das hier sehen ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie beeindruckend so ein Bild auch sein kann. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie auf den ersten Blick bereits, das ist Washington, und zwar genauer gesagt der Capitol Hill. Und diese komischen ameisenartigen, also diese dunklen Flecken, was sie sind, das sind Menschenmassen. Das ist nämlich ein Foto, was aus dem Weltraum gemacht worden ist, anlässlich der Angelobung von des amerikanischen Präsidenten Barack Obama. Jeder dunkle Punkt ist ein Mensch. Meine Damen und Herren, Sie sehen hier auf 1 Million Menschen in einem Blick. Und die Satelliten können noch mehr. Also mit entsprechender Auflösung ist man durchaus auch schon in der Lage, mehr als nur Menschentrauben, sondern auch schon einzelne Menschen aus dem Weltraum letzten Endes zu erfassen, was natürlich auch eine Serie von Privacy-Issues letzten Endes mit sich nimmt. Dass das hier irgendwie so ausschaut wie eine moderne Variante eines Fishbone-Logos oder was ausschaut eben wie so ein Blatt, was von irgendwelchen Läusen zerfressen ist, das ist wiederum eine Satellitenaufnahme aus dem Amazonasgebiet. Was Sie hier sehen, sind die Abholzungsmuster letzten Endes. Man sieht hier, wie so Straßen sich quer durch das Land durchziehen und wie so in Sackgassen davon abzweigend Quadratkilometer um Quadratkilometer Regenwald abgeholzt werden. Das ist im Endeffekt eine Art Narbe in unserer grünen Lunge sozusagen. Alle diese Veränderungen, die wir in unserer Biosphäre anrichten und Anführungszeichen, die schauen aus dem Weltraum verhältnismäßig ruhig, friedlich und harmlos aus. Tatsache ist, dass wir Menschen sehr wohl unsere Biosphäre verändern. Und nachdem wir, ich habe es schon vorher schon gesagt, halt, nur diese eine Kugel haben, denke ich, dass wir doch in gewissem Maße eine Verpflichtung über unseren Kindern haben, von denen wir die Erde ja bekanntlicherweise geborgt haben, unter Anführungszeichen. In diesem Sinne möchte ich Sie ganz am Ende dieser Präsentation noch ein letztes Mal entführen in den Weltraum hinauf und nochmal Bilder von der Majestät unseres Planeten zeigen. Einfach nochmal, um diese atemberaubende Schönheit dieses blauen Juwels, das in der lebensfeindlichen Schwärze des Weltraums so vor sich hinfliegt, seit knapp 5 Milliarden Jahren, um das einfach Ihnen noch mitzugeben halt. In diesem Sinne bitte einfach nochmal, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Schönheit unseres Planeten.
Wie ich am Anfang schon beschrieben habe, ist eines der wertvollsten Geschenke, die uns die Raumfahrt geboten hat, nicht nur der Blick nach außen in die geheimsten Orte des Kosmos an Stellen, die unsere Großväter noch für völlig unmöglich gehalten haben, sondern vor allem auch der Blick zurück auf unsere eigene kosmische Heimat. Und ich möchte diesen Teil schließen mit einem Foto, das auf den ersten Blick eigentlich völlig unspektakulär ausschaut, bis zum Augenblick, wo man weiß, was es darstellt. Meine Damen und Herren, das ist ein Bild, das von der Voyager-Raumsonde in den späten 80er Jahren aufgenommen wurde, aus einer Entfernung von 6,8 Milliarden Kilometer. Das ist unsere Erde, aus dem Weltraum fotografiert. Jeder Mensch, den Sie kennen, jeder König, jeder Kaiser, der jemals gelebt hat, alle Reichtümer dieser Welt, alle Geschichten, die jemals erzählt wurden, alle Kriege, die jemals geführt wurden, welche Hektoliter oder aber Millionen Liter von Blut vergossen worden sind, damit ein Heeresführer ein Pixel des anderen Heeresführers vielleicht gerade noch bekommen kann. Das sind alles Dinge, die also auf diesen einen kleinen Punkt sich abgespielt haben. Letzten Endes noch einmal, das ist die einzige Heimat, die wir jetzt haben. In kommenden Generationen mag es auch vielleicht ein bisschen anders aussehen. Und ich denke, das ist meine tiefste Überzeugung auch als Astrophysiker, dass unsere Zeit als jene Epoche zukünftigen Generationen in Erinnerung bleiben wird, wo wir zu neuen Welten aufgebrochen sind halt. Aber keine dieser Welten, die in greifbarer Nähe sind, hat noch annähernd jene Bedingungen wie jenes kleines kosmische Juwel, das wir als den blauen Planeten bezeichnen.